ich möchte Ihnen Sabina Bockemühl und die Ausstellung Starke Wesen, zarte Seelen vorstellen. Sabina Bockemühl stellt in dieser Ausstellung einen Querschnitt ihres Werkes aus und die Themenkomplexe sind dabei Porträts vor allem von Frauen, Figuratives und auch ein paar Hot Cows. Die Themenpalette zeigt die Vielseitigkeit der Künstlerin, die ihren eigenen Weg gefunden hat, aber natürlich auch verschiedene Einflüsse verarbeitet. So haben unter anderem Künstler wie Elvira Bach, Professor Markus Lüpertz ihr Werk geprägt, bei denen sie dann auch gelernt hat. Elvira Bach malt ja meist Selbstporträts, also zeigt selbst Reflexives. Bei Sabina Bockemühl ist das Gegenüber das Interessante. Die Figur, die sie darstellt, hat auch etwas von ihr selbst, was sie anspricht, was zu ihr in Resonanz steht und wo es eventuell Parallelen in den Leben gibt. Wir sehen Porträts starker Frauen, wie zum Beispiel Schauspielerinnen wie Maria Furtwängler, Hannelore Elsner oder Jutta Speidel, aber auch die Designerin und Unternehmerin Jette Loh, die wie die anderen auch zielstrebig ihren Weg geht, und jede dieser Frauen ist auf ihre Art und Weise auch ein Vorbild. Daneben steht eine Journalistin wie Alice Schwarzer oder eine Politikerin wie Barbara Diekmann, ehemalige Oberbürgermeisterin von Bonn und Präsidentin der Welthungerhilfe, also Frauen, die sich auch stark für soziale Themen engagieren. Starke Frau natürlich eine sehr gerne benutzte Bezeichnung, die hier aber auch durchaus zutrifft. Stark, was sowohl das Äußere betrifft, die Attraktivität, auch die Bekanntheit der Dargestellten, ihre Rolle bei den Schauspielerinnen, aber auch eben ihre Ausstrahlung, ihre inneren Werte und auch ihre Überzeugungen. Für die Porträts wurden von Sabine Bockemühl solche Personen ausgewählt, die sie persönlich kennt und zu denen sie eine Beziehung aufgebaut hat. Menschen, die sie mit ihrer Persönlichkeit angesprochen haben, bei denen eine Art von Verbindung entstanden ist. Und eine ganz besonders innige Verbindung besteht zwischen Sabina Bockemühl und der Schauspielerin Marianne Sägebrecht, von der, wie Sie ja bereits gehört haben, zurzeit ein Porträt in Arbeit ist. Roger Cicero, den wir hinten rechts haben, der leider Anfang des Jahres verstorbene Pop- und Jazzsänger, ist als einziger Mann nicht vertreten. Seine Themen waren in den Liedern oft auch Frauen, gerade die selbstbewussten, starken und eigenständigen Frauen, die wir hier auf den Bildern auch sehen. Die Künstlerin wurde von den Menschen und auch von seiner Musik berührt und inspiriert, und Roger Cicero steht eben für die Reihe der Männerporträts in dem Werk von Sabina Bockemühl. Die Porträts gehen über ein reines Abbild hinaus und erzählen Geschichten. Wie eine Dargestellte sagte, Sabina Bockemühl habe ihr tief in die Seele geblickt und ihr Inneres auf die Leinwand gebracht. Und das ist auch genau die Intention der Künstlerin. Daneben haben wir die Gruppe der figurativen Bilder. Die figurativen Gemälde zählen auch Geschichten, die auf Sabina Bockemühl verweisen, die einen gewissen Bezug zu ihrem Leben haben. Was jetzt doch nicht heißt, dass sie sich ausschließlich selbst zeigt, sondern Protagonisten zeigt, die die Gefühle und Stimmungen der Künstlerin verkörpern. Es fallen oftmals die ungewöhnlichen Ansichten auf. Nicht nur frontal Dargestellte, sondern die Figuren agieren und interagieren mit ihrer Umwelt. Die Figuren erscheinen manchmal zweifach, ein Spiel mit Perspektiven und Identitäten. Und auch solche surrealen Elemente sind in diesen Bildern vorhanden und geben den Bildern eine ganz eigene Magie. Wie zum Beispiel das Bild Was kostet die Welt? Ein junger Mann sitzt lässig auf dem Sofa, die Arme weit ausgebreitet. Er sieht die Welt vor sich offen stehen, plant die nächsten Schritte in das Leben und die Skyline von New York ist bei ihm im Hintergrund zu sehen. Das Bild steht für die Hoffnungen, vielleicht auch den übertriebenen Optimismus der Jugend, was sie sich wünscht und was sie sich vom Leben erwartet. Bei Abgetaucht, was wir vorne rechts sehen, sehen wir einen Sprung ins blaue Wasser mit oranger Badehose. Und die Figur löst sich im Wasser auf. Sie ist abgetaucht, auch von den Problemen der Welt und ihren ganzen Terminen. Ein Bild wie Silence zeigt eine Rückenansicht, eine eher ungewöhnliche Perspektive in der Darstellung. Und diese Einstiegsfigur, das Bild, kann man mit Figuren bei den Bildern von Caspar David Friedrich vergleichen. Der Zuschauer kann sich mit der Person identifizieren, in diesem Fall das Eintauchen der Stille der Figur. In dem Bild Die Tür hinter Ihnen erscheint dieselbe Person zweifach.
Sie öffnet eine imaginäre Tür und schreitet in einen Raum auf eine weitere Tür zu. Die Tür als Bild für neue Möglichkeiten, neue Perspektiven und Welten, die sich demjenigen öffnen, der neugierig und forsch ins Leben tritt. In der gegenständlichen und figurativen Malerei haben sich in den letzten Jahren besonders ja die Maler der Leipziger Schule hervorgetan. Und bei denen sind ja oft auchmals surreale oder irreale Momente zu beobachten und haben wir hier eben auch wieder einen Anknüpfungspunkt. In den Tierbildern sind vor allem die Kühe, die Hot Cows, hervorzuheben. Die 1966 geborene Künstlerin gehört zu einer Generation, die offen mit den unterschiedlichen Kunststilen umgeht, die abstrakte Elemente mit figurativen Momenten vereint, die auch populäre Kunst und auch Themen, die früher eher kritisch gesehen wurden, einbezieht. Wie zum Beispiel der Begriff Heimat mit den damit verbundenen Motiven, Kühe, Landschaften und Ähnliches. Diese werden natürlich ernsthaft, aber auch mit einem kleinen Augenzwinkern gesehen. Heimat, eine Phrase, bei der man im besten Fall an die Heimatfilme der 50er Jahre denkt oder an die Fernsehserie von Edgar Reitz. Heimat wird bei Sabine Bockemühl stilisiert, wie in der Pop-Art dargestellt, sodass den bekannten Motive neue Aufmerksamkeit zuteil wird und sie auf diese Weise aus der angestaubten Ecke herausgeholt wird. Das Thema Kühe ist hierbei eines der Hauptmotive. Als Sabine Bockemühl vor 20 Jahren von Solingen nach Oberbayern in ein kleines Dorf zog, entstand die künstlerische Beziehung zu den Kühen. Jeden Tag wurden die Kühe von den örtlichen Bauern an ihrem Haus vorbei auf die Weiden getrieben und am Abend wieder zurück in den Stall. Dabei entdeckte Sabine Bockemühl den unterschiedlichen Charakter der Kühe, ihre Individualität und stellt die Kühe als selbstbewusste Gestalten dar, die sie auch gerne mal in Pose werfen oder präsentieren. Die Kühe haben ihren ganz eigenen Charakter, sind neugierig, kommen auf den Betrachter zu, so wie es eben ihr naturell ist. Und hier schwingt natürlich auch etwas vom Einfluss von Franz Marc mit, an dem man natürlich denkt, wenn man von Tieren mit Charakter spricht. Tiere, die ihre eigene Identität haben, ihre Emotionen ausdrücken und sie dem Betrachter mitteilen. Die Bilder sind oft jetzt hier vielschichtig gearbeitet, sowohl in Bedeutung und Inhalt, aber auch was Material und die Machart betrifft. Sabine Bockemühl erzielt den besonderen Eindruck der Bilder durch Übermalungen, wodurch Themen vermischt werden, etwa Tierdarstellungen und Figuratives übereinandergelegt sind. Dabei wird das Material überlagert, Elemente früherer Bilder werden neu komponiert und unterschiedliche Materialien im Kontrast neben und übereinander gestellt. Ihre Kunst vereint also die unterschiedlichen Tendenzen, die in den letzten Jahrzehnten aufgekommen sind, so zum Beispiel figurativ, abstrakt, Pop-Art, expressiv, expressionistisch und ich finde auch Anklänge bei Maria Lasnik sind in der Farbigkeit der Bilder zu finden. Aber auch mit den erwähnten Einflüssen hat Sabine Bockemühl ihren ganz eigenen persönlichen Stil gefunden, mit Motiven ihr Inneres reflektieren und bei ihr auch trotz einer Stärke eine zarte Seele offenbaren. Sabine Bockemühl sagt über ihre Arbeit, Kunst ist ein ewiges Finden und sinnliche Erfüllung. Und ich wünsche Ihnen auch eine solche Erfüllung in der Betrachtung der Werke von Sabine Bockemühl.